Was für die polnischen Katholiken der Karpfen, ist für ihre protestantischen Nachbarn die Weihnachtsgans. Traditionell wird sie in Ostpreußen 3 Tage vor dem Fest geschlachtet. Vor allem um die Weihnachtszeit also, haben die Gänse auch so schöne dicke Federn. Die Natur tut sich ja vor der Kälte schützen, nicht wahr? Das ist normal. Und deshalb sind auch so viele Federn. Wenn sich die Gans geruppt hätte vor 2 Monaten, dann wäre nicht mal die Hälfte von Federn. Das war ja immer kalt in den Wohnungen. Da war ja keine Zentralheizung. Nicht. Erinnerungen an früher. Das ist ein Foto von den letzten Weihnachten 1944 ohne meinen Vater. Und da muss ich erst mal die Brille aufsetzen, dass ich da alles erklären kann. Ja, ach so, das Wichtigste hier oben, das ist meine Schwester, die in Sibirien gestorben ist. Ne? Der Tannenbaum, ja, natürlich war das hier mein Geburtstag, denn das wurde ja, der Tannenbaum wurde schon zu meinem Geburtstag immer geschmückt. Das wollen wir auch dieses Jahr machen. Ne? Und dann waren wir hier. Das bin dann ich, die nächste Person, also der kleine Junge, der dann schon den Bereitstellungsschein hatte zum RAD. Meine Schwester, die Tochter von den Nachbarn, Gertrud, das sind neben, die hier auch bei uns in dem Häuschen, das heute nicht mehr da ist, wohnten. Da oben eine Treubürgerin. Ein Flüchtling, nicht? Die Eltern waren bei uns einquartiert mit 6 Pferden zusätzlich noch, ja, und die Spannung mit ihren allen. Nicht? Der 22. Dezember, 2 Tage noch bis zum Fest. Im Haus der Rossigs duftet es nach Weihnachten. Nach frisch gebackenem Pfefferkuchen und leckeren Plätzchen, mit Schokoladen und Mohnstreuseln dekoriert. Jolla und ihr Bruder Grzegorz wollen heute nach Kętrzyn fahren, um die letzten Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ihr Vater hat ihnen seinen alten Mercedes geliehen. Ihre Mutter Danuta plant die Festtage generalstabsmäßig, vor allem das Essen. Ja, es muss für alle genug da sein, für die ganze Familie. Alle sollen satt werden. Wir bekommen viel Besuch, die ganze Familie kommt. Die Kinder sind natürlich auch da und auch mein kranker Schwiegervater. Am Heiligabend kommen alle zu uns. Und am ersten Festtag gehen wir zu den Verwandten. Die Tische müssen sich biegen, das ist Tradition. Jeder muss genug zu essen und zu trinken bekommen. Ja, so ist das bei uns. Helga macht Grützwurst. Astrid, eine Nachbarin, hilft ihr dabei. Die hatte zwar einen deutschen Vater, spricht aber kein Deutsch. Man ist so zwischen Tür und Angel. Deutschland, eigentlich ist fern. Deutschland, das war es einmal. Und wir haben ja 2 Staatsangehörigkeiten. Das ist sehr, sehr gut, dass man sie hat. Da fühlt man sich so irgendwie so nicht abgestoßen von Deutschland. Wir haben noch mehr Zuzug zu dem Deutschtum, nicht? Weil wir ja noch ein bisschen die deutschen Zeiten, Deutschland hier erlebt haben. Natürlich unsere Kinder ja schon gar nicht. Die wissen wirklich nicht, wer sie sind. Und ich, also, auch nicht. Bin ich Deutsch oder bin ich Polen? Wenn ich jetzt bin ich in Polen, dann bin ich Polen. Möchte ich in Deutschland wohnen, bin ich Deutscher. Also so ungefähr. Und so wie ich das denke, so denken das auch. So denken das wohl auch die meisten. Auf dem Hof der Korzeniewskis bedeutet Weihnachten viel zusätzliche Arbeit.
Vor Weihnachten habe ich mehr zu tun als sonst. Das ist schon Tradition. Das war schon immer so. 2 Tage vor Weihnachten wird der letzte Schinken und Speck gesalzen. Vorrat für den Januar. Ich habe ja auch noch mein Amt als Dorfschulze hier im Ort. Viel Arbeit bedeutet das. Bekanntmachungen an die Bevölkerung, Steuern eintreiben und die Abrechnung mit der Gemeindekasse. Alles solche Aufgaben. Verwaltung eben hier bei uns in der Gemeinde. Jolla und Grzegorz sind vom Einkaufen zurück. Einen Tauchsieder für die Mutter haben sie erstanden. Für den Vater einen Schlips, für die Tante aus Allenstein eine Schale und noch ein paar Kleinigkeiten, die sie jetzt mit Geschenkpapier weihnachtlich verpacken werden. Ihre Eltern planen die letzten 2 Tage vor Heiligabend. Wenn wir auf dem Weg nach Nakomiade sind, kaufen wir am besten gleich die Weihnachtsbäume. Denn sonst sind nur noch die hässlichen da. Ein Weihnachtsbaum ist wie eine Frau. Kommt darauf an, wie sie angezogen ist. Manche sagen, ausgezogen ist noch schöner. Was meinst du? Ich denke an die ganzen Vorbereitungen und an die Geschenke. Geschenke? Die bringt doch der Weihnachtsmann. Wenig später sind Kazimierz und Danuta auf dem Weg in den Nachbarort Nakomiade. In der Räucherei, die Kazimierz' Bruder gehört, wollen sie den Rollschinken abholen, den sie vor einigen Tagen hergebracht haben. Rechtzeitig zum Fest ist der Schinken fertig. Im Korb liegen 15 Pfund Räucherware. Die Kozhinetskis machen sich auf den Weg nach Hause. Dort sind Jolla und ihre Brüder Wojtek, Grzegorz und Pavel dabei, die Geschenke, die sie in Kenschen gekauft haben, in Weihnachtspapier einzuwickeln. Alle 4 Kinder leben noch im Elternhaus. Pavel, der Jüngste, ist auserkoren, später einmal den Hof zu übernehmen. Wojtek ist Autoschlosser. Grzegorz besucht eine Agrarfachschule. Jolla wird in einigen Wochen ihren Freund Robert, der in Deutschland lebt, besuchen. Was bedeutet Weihnachten für sie? Weihnachten ist sehr schön, aber mit viel Arbeit verbunden. Die Geschenke verpacken, den Weihnachtsbaum schmücken, die Fastengerichte für den Heiligen Abend vorbereiten. Meine Mutter und ich backen Kuchen. Aber das alles lohnt sich, weil es einfach schön ist. Diese Zeit unterscheidet sich von allen anderen Zeiten des Jahres. Sie ist mit vielen Bräuchen verbunden, die es nur zu Weihnachten gibt. Am 23. Dezember vormittags sind Augusts und Helgas Kinder aus Deutschland angekommen. Die Enkel Sandra und Robert bestanden darauf, sofort mit ihrem Großvater in den Wald zu gehen, um den Tannenbaum zu holen. Sandra, wie viele Rehe sind da? 8. Komm, mein Hund. Ja, du bist doch kein Wild, nicht? Du besagst ja keine Rehe. Nicht? Der Schenke beißt keine Rehe. Astrid, die Schwiegertochter aus Deutschland. Und das sind die Enkelinnen Emilia und Monika, 2 und 3 Jahre alt. Und das ist Tochter Elvira, die auch in Deutschland lebt. Na, sieh mal, sonst hier ist doch zu wenig. Sandra, Astrids Jüngste. Sag doch, immer zu zwei. Du bist die Fleißigste werden in der ganzen Familie, nicht? Aber ja, nicht? Die Kleinere hier auch, nicht?